57 mal Grünschiefer. Unsere grüne Oase auf dem Dach. Ich glaube, ich mache das mal eben von dieser Seite. Wir können es. Wir fangen einfach mal hier an. So. Wir fangen hier an. Und machen alles schöner. Wir fangen hier an und machen alles schöner. So, da oben auch. Wird doch was draus. Wirklich ein guter Vorschlag, hier mit Grünschiefer zu arbeiten. Echt. Originelle Farbe. Passt zum Dach, passt zur Außenwand. Braucht man gar nicht so viel machen. Muss man natürlich jetzt auch ein bisschen verschönern. Ist jetzt so ein bisschen Rohbaumäßig vom Charakter her. Da haben wir noch was vergessen. So. Ein schöner Raum. Sieht richtig wie so ein Neubau aus oder wo umfangreich renoviert wurde. Das kann man schon sagen. Und wir können uns halt auf Dauer noch entscheiden, ob wir das ganze Dach nochmal neu machen wollen. Das ist halt etwas älter, sieht halt alt aus. Man könnte ja auch noch mit den keilförmigen Rampen arbeiten. Ich bin mir aber im Moment noch nicht so sicher, ob ich da Bock drauf habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich zurzeit noch nicht so richtig mich zu äußern. Ich glaube, ich würde jetzt gerne... Ja, oder machen wir das mit dem Dach? Die Balkone sehen ja auch, die sehen ja auch braun aus. Eigentlich ist das Dach ja auch ganz schön. Man könnte jetzt ein rotes Dach drauf machen, aber es soll ja auch so ein bisschen alt wirken. Es soll ja auch noch von außen so ein bisschen alt wirken. Deswegen könnte man das jetzt auch erstmal so lassen. Man muss nicht unbedingt dieses Dach jetzt erneuern. Hier könnte man übrigens auch noch eine Tür reinmachen. Gerade überlegt. Sollten wir das tun oder sollten wir es einfach offen lassen? Können das auch offen lassen. Ich glaube, wir lassen das auf. Hat man hier einfach so einen Durchgang. Es müssen gar nicht immer so viele Türen da sein. Ich meine, hier ist jetzt auch schon keine. Da muss keine sein. Hier muss natürlich eine hin. Wir gucken gerade mal, was wir im Keller haben. Wir können auch so Grünschiefertüren oder sowas machen. Wie viele Türen haben wir hier denn? Wir haben doch in dieser Truhe alle noch was drin. Da ist doch alle türenmäßig noch was. Zwei Türen des Zimmermanns. Holztür, Holztür. Die kann man übrigens nicht stapeln in der Truhe. Diese Türen schon. Interessant. Da haben wir noch ein paar Bilder. Wir können auch Gemälde aufhängen. Wir können Gemälde aufhängen. Und dann noch Bilder hinhängen. Müssen wir... Schauen wir uns doch mal an. Vielleicht hängen wir da ein paar individuelle Bilder hin. Hier ist noch ein Tropenholz-Trankregal. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas mitnehmen können da oben hin. Wenn wir jetzt sowieso nach oben laufen. Was ist hier eigentlich für eine Schüssel? Die gehört doch in eine Küche. Birkenverkleidung brauchen wir nicht. Also hier von diesen Sachen brauchen wir im Moment erstmal nichts, was wir da oben anbringen können. Zwei Türen haben wir. Das reicht allerdings noch nicht. Tür des Zimmermanns. Genau, so stellen wir sie her. Was soll sie für einen Farbton haben? Ich würde aber sagen, dass die Türen jetzt im ganzen Hause gleich aussehen. Dass die nicht noch etwas anders aussehen. Hier haben wir Tropenholz verwendet, wenn ich mich nicht irre. Das müsste Tropenholz sein. Ich nehme es einfach mal eben raus und mal gerade gucken. Akazienholz. Glatte Akazienholzplanken. Das sollten wir einheitlich machen. Das sollten wir einheitlich machen. Also Akazienholz, glatte Akazienholzplanken, die sollten wir dafür nehmen. Also suchen wir mal gerade Akazienholz raus, was wir da noch haben. Akazienholz, Akazienholz, Akazienholz. Wo ist es denn? Was haben wir hier? Kirschholz. Kirschholz, auch sehr schön. Akazienholzbretter. Da haben wir doch noch mehr, das kann nicht alles sein. Akazienholz. Da haben wir noch ein bisschen was. Nehmen wir mal so ein bisschen was raus. Auch nicht das meiste, was wir da haben. So. Da hatten wir ja noch was. Das lassen wir jetzt drin. Dann haben wir noch etwas größeren Vorrat. Aber ich glaube, damit können wir ganz gut arbeiten.
Druckplatten brauchen wir nicht. Die verwenden wir im ganzen Haus nicht mehr. Die hatten wir sonst hier. Die hatten wir sonst teilweise hier oben in den Zimmern waren immer Druckplatten angebracht. Das haben wir aber nicht mehr. Also wir verwenden überhaupt keine Druckplatten mehr hier im Haus. Ach, hier ist übrigens noch der alte Fußboden drin, sehe ich. Müssen wir vielleicht auch nochmal schauen, ob wir den rausnehmen. So, also. Ich gucke gerade mal, wir brauchen ja gar nicht so viele Türen. Wir brauchen ja nur eine einzige oder zwei. Also hier rein. Schiesel. 1, 2. Glatte Akazienholzplanken. Hoffentlich sieht das jetzt auch aus. Ich hoffe, dass... Ach, ich hoffe das ja mal, dass das aussieht. Hier sieht's aus. Müssen wir jetzt überall die gleichen Türen haben oder müssen wir das nicht? Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das müssen. Hier sieht das nämlich gut aus. Und da eigentlich auch. Weiße Türen würden hier auch gut passen. Hier allerdings wieder nicht. Hier müssten wieder Akazienholztüren rein. Hier müssten Akazienholztüren rein, damit das zu diesem Holz hier passt. Das ist zwar Tropenholz, aber der Einheitlichkeit halber würde ich da gerne wieder mit Akazienholz arbeiten. Dann können wir hier nicht eine einzige weiße Tür haben. Oder vielleicht zwei, wenn wir auch noch eine reinsetzen wollen. Wobei ich glaube, hier brauchen wir gar keine reinsetzen. Das lassen wir. Insgesamt soll alles ein bisschen offener sein und nicht überall mit Türen verrammelt sein. Aber wenn wir jetzt hier eine Zimmermannstür reinsetzen. Moment, drei brauchen wir noch. Drei Zimmermannstüren brauchen wir auf jeden Fall noch. 1, 2, 3. Drei auf jeden Fall. Insgesamt 4 haben wir jetzt. So, dann gucken wir mal. Die muss übrigens anders da rein. Die ist falsch rum drin. Die soll zur anderen Seite zeigen. Die soll nach hier zeigen. Zack. So soll die aussehen. Mit Akazienholz. So. Damit man die von innen öffnen kann. Und hier sollte das auch von innen erfolgen. Man sollte also von hier aus die Tür öffnen. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal andersrum. Aber so muss es eigentlich sein. Man muss hier so rausgehen können. Ja. So muss das sein. So machen wir das. Schiesel, wo bist du? So, erstmal das ganze Ding umschieseln hier. Ich glaube, das sieht gut aus. Was sagst du? Magst du das? Ich hoffe es. Ist ein bisschen farbenfroher, finde ich. Eben mal ganz kurz den Hammer dazu nehmen. Es wäre, glaube ich, ganz schön, wenn wir hier noch eine andere Tür Art reinsetzen. So. So ist es, glaube ich, noch besser. Terrassentürmäßig. Hier, diese Tür sollte zu sein. Jawohl. So sollte das aussehen. Dann haben wir das hier so. Und dann machen wir das hier natürlich genau so terrassentürmäßig. Zack. Und so. Und die letzte, die wir setzen. Wunderbar. Feinschliff muss noch erfolgen, das ist klar. Aber das Zimmer ist erstmal fertig. Vielleicht könnte man hier einen Teppichboden reinlegen oder sowas. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da muss ich mir nochmal in Ruhe Gedanken zu machen, was da wohl möglich sein könnte. So, auf jeden Fall haben wir das grob erstmal fertig. Hier oben. Das schießen wir eben wieder zurück. Zack, zack, zack. Und, ja, können wir auch hier oben in die Truhe schmeißen. In die Truhe. Alles erstmal wieder weg. Auch das hier, Grünschiefer, haben wir erledigt. Sortieren wir hier gerade mal wieder so ein bisschen. Hammer, Fackeln. So, wir gehen mal eben ganz kurz schlafen und dann gucken wir mal,
schneller vor diese Pilze hier mal verarzten können. Und diese Truhe auch. Die können wir dann nämlich Schritt für Schritt, wollen wir ja auch noch ein bisschen weiter aufräumen. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Und runter. So, was ist hier pilztechnisch jetzt Phase? Pilze! Pilze, Pilze, das ist Lackporling, Ammoniten. Das ist doch kein Pilz. Das gehört in den Keller. Das sind alles Pilze. So, jetzt mal eben Tacheles geredet. Das muss erstmal hier rein, so. Das war gar kein Pilz. Aber die anderen Sachen sind Pilze. Nehmen wir jetzt einfach hier auf einmal raus. Zack! Und schon haben wir alle Pilze im Inventar. Plus Truhe. Das nehmen wir weg. Diese Crafting-Truhe möchte ich hier auch nicht mehr haben. Aus der Ecke raus. Boah, hier wird richtig was frei. Was mache ich denn mit diesem Holz? Ach so, auch nicht mehr viel drin. Können wir auch rausnehmen. Moment. Truhe, Truhe. Was haben wir hier noch? Diese ganzen Pilze kommen nachher ins Blumenhaus. Lass uns sie mal eben kurz in den Rucksack schmeißen. Wir haben da sowieso noch diesen Buchsbaum drin. Indigo-Reizger. Champignon. Moment, Champignon behalten wir in der Küche. Schuppiges Schweinsohr. Wir können ja mal eben gucken, ob noch sonst noch irgendwas davon essbar ist. Gemeiner Schwefelporling. Ich glaube, das ist weitestgehend giftig hier. Fermentiertes Spinnenauge, bla bla bla. Pilzeintopf. Alles giftig hier. Der ganze Krempel. Fermentierte Spinnenaugen sind giftig. Pilzgarten. Wir haben komplette Pilzgärten hier. Glimmerling. Pilz wie Pilz. So, Champignons. Die haben wir auch. Das haben wir jetzt im Rucksack. Jetzt nehmen wir die Sachen hier nochmal eben raus. Auch diese Truhe ist dann weg. Mit dem Schild. Boah, wir haben hier alle Truhen bald weg. Das ist die letzte, die noch da ist. Echt cool, was wir hier geschafft haben. Ich freue mich riesig. So, Blumentopf des Zimmermanns. Das wird sich einsortieren. Die anderen Sachen nicht. Wir schmeißen jetzt trotzdem einfach alles mal da rein. Das wird in den Überlauf gehen, aber was soll's. Die Champignons nehmen wir, packen wir in die Küche. Die werden auch noch keinen Platz haben. Kurz gucken, was sagt der Überlauf? Genau, die gehen in den Überlauf rein. In der Küche gibt es noch keine Champignons. Wo packen wir die denn mal hin? Hier ist doch irgendwo was frei geworden. Wollen wir die nicht einfach mal da reinpacken? Warte mal, nee, da. Da packen wir die hin. So, dann haben wir Champignons. Und zu guter Letzt, hier sind noch ehemalige Mops-Erzeugnisse. Weg mit dem Schild. Was haben wir da denn noch drin? Guck dir das an, da sind sogar noch Enderpearls drin. Zwei Enderperlen. Aber sonst ist hier wirklich alles raus. Das sind alles... Lorette, oh Gott. Ist ja widerlich. Moment, das reißen wir mal eben komplett ab hier. So. So, jetzt schmeiße ich das hier, glaube ich, außer Raw Lorette natürlich nicht, sondern Raw Rat. Rohe Ratte. Sehr appetitlich. Ist auf jeden Fall was für die Küche. So, gewebte Baumwolle wird keinen Platz haben. Viele Sachen werden ihren Platz haben. Aber alle auch nicht. Würde mich interessieren, was davon im Überlauf landet. So, wo packe ich denn diese rohe Ratte jetzt hin? Ist ja widerlich. Gehört die in eine Küche? Ich meine, theoretisch kann man die ja auch zubereiten. Wir machen es jetzt einfach mal. Wir sind ja einiges gewohnt. Wieso nicht auch mal Rattenfleisch probieren? Wo packe ich es denn mal hin? Komm da. Raw Rat. So, alles weg. Wie sieht der Überlauf aus? Och, es geht ja noch. Das geht ja noch. So, das sind Sachen, die kommen jetzt... Ach, diese Treppen sind jetzt auch in den Überlauf gegangen, diese... Na toll. Alles das hier ist in den Überlauf gegangen. Auch der Kugelfisch. So, ein paar Sachen müssen in diese Schrotttruhe. In die Truhe des Handwerkers. Das auch, das und das. Muss in die Truhe des Handwerkers und alle anderen Sachen... Gewebte Baumwolle. Was habe ich damit denn nochmal gemacht? Irgendwas habe ich damit gemacht.
So, dann schauen wir mal, wo wir das jetzt unterbringen können. Dann schauen wir mal, wo wir das unterbringen können. Gewebte Baumwolle. Wir haben doch hier... Hier haben wir doch alle sowas. Können wir das nicht hier irgendwo unterbringen? Farbstoffe. Hier, da oben ist doch baumwolltechnisch irgendwas. Da packen wir das mal hin. Da passt das hin. Knochenfragmente. Frag mich nicht, ey. Wo soll ich das jetzt? Wo habe ich die nochmal hingepackt? Wo waren die denn? Diese ganzen Knochen. Hier, genau, direkt daneben. Hier sind sie ja. So, da kommt das hin. Da kommt das hin, den Kugelfisch. Ich habe keine Ahnung, wo ich den hin tun soll. Das ist eigentlich nicht zu essen. Doch, nahrhaftes Häppchen. Können wir in die Küche packen. Blumentopf des Zimmermanns. So, das kommt erstmal weg hier. Blumentopf des Zimmermanns und Treppe des Zimmermanns. Und diese Treppe. Das müssen wir noch einsortieren. Dann haben wir das erledigt. Blumentopf des Zimmermanns gehört eigentlich hierhin, aber es ist kein Platz mehr da. Also was machen wir nun? Ich weiß es nicht. Dahin? Treppe des Zimmermanns? Ach komm, hier hin. Erstmal dahin. Ist auf jeden Fall in der Nähe von den anderen Zimmermannsartikeln. Und diese blöde Marmortreppe, die packe ich jetzt einfach zu der anderen. So. Eigentlich Blödsinn. Das ist echt blöde, dass man das so herstellt, ne? Man muss das eigentlich immer aus Zimmermannsblöcken machen. Man kann die nicht mehr zurückverwandeln. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. So, Kugelfisch. Einfach mal schauen, ob wir in der Küche noch Kugelfische haben. Oder schon Kugelfische haben. Haben wir schon. Ja, dann ist ja alles gut. Ich weiß zwar gerade nicht, wo die sind. Aber... wir haben sie. Wir sind nun wieder ein großes Stück weiter. Ich denke mal, ich werde mich noch so ein bisschen hier um Punkte kümmern. Wir haben derzeit nur 3 Punkte. Ich möchte noch eine richtig super Schaufel haben. Wir haben ein gutes Schwert. Wir haben eine Spitzen-Pickaxe. Ja gut, die normale Axt ist nicht so toll. Da müssen wir auch nochmal ran. Der Bogen auch nicht. Auch da gehen wir nochmal ran. Aber da wir jetzt wissen, dass wir mit diesem erweiterten Zaubertisch-Upgrade viel, viel machen können, auch ohne, dass wir zusätzliche Rohstoffe investieren müssen, eröffnen sich da für uns ganz neue Möglichkeiten. Ich bin gespannt, wie wir die nutzen werden in Zukunft. Und ich bin gespannt, was wir mit diesem Haus noch machen werden. Es ist noch einiges zu tun, auch wenn es auf den ersten Blick nicht unbedingt so aussieht, weil es jetzt alles schon sehr, sehr schön abgestimmt wirkt. Aber da ist auf jeden Fall gerade oben im zweiten Stock mit Lampenaufhängen und so weiter auch noch einiges, was dort anfällt. Für diesmal sage ich erstmal schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.